So Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute geht es wieder mal auf die Nordschleife. Ich nehme euch auf eine Runde mit, wenn ihr mitfahren wollt. Ich sage gleich vorneweg, das ist für mich just for fun. Ich fahre hier nicht auf der letzten Rille und auch nicht auf die ultimative Zeit. Einfach aus Spaß. Nicht, dass welche erwarten jetzt hier, ich fahre hier volle Pulle oder so. Aber man muss auf Nordschleife nicht schnell fahren. Es ist einfach geil, wenn einen überholen, die geilsten Autos überholen, mit einem super Sound. Ihr seht schon, hier ist aber heute sehr viel los. Letztes Mal war nicht viel los. Und heute haben wir mal einen normalen Sonntag. So wie es sein soll, nämlich volle Strecke. Und es ist auch noch, ja, Sonntag ist es eigentlich nicht, es ist ein Montag, aber es ist ein Pfingstmontag. Nichtsdestotrotz, der Spaß beginnt. Hallo. Wollen wir mal. Ah, das ist doch wieder mal herrlich. Heute haben wir mal schöne, volle Strecke. So macht das Spaß. It's we a race und ich bin der Langsamste da mittendrin. Aber das macht doch nichts, Leute. Hauptsache Fun. Und auf Nordschleife ist immer Fun. Vielleicht kann ich sogar mal ein bisschen hier dranbleiben. Ich glaube es nicht. Aber wir gucken mal. Ich sage mal, Zeiten fahren kann man bei so einem Tag sowieso vollkommen vergessen. Ich habe meine Bridge-to-Grid-Zeit. Aber das kann man nur machen, wenn es wirklich einigermaßen leer ist. Aber hier haben wir heute Vollhaus, Fullhaus. Ja, ach, das ist doch herrlich, Leute, wenn es brummt und einen die geilen Autos überholen. Ich finde das einfach geil. So, ich will mal nicht so viel schwätzen, weil ich muss mich auch ein bisschen konzentrieren bei der ganzen Geschichte hier. Jetzt will ich gleich mal einen Porsche überholen, aber ich kann nicht. Jetzt geht's noch. Eieiei. Bisschen die Kurve genommen hier. Jetzt geben wir mal ein bisschen Gas. Aber es ist noch ein bisschen freie Bahn hier. Also ich schwitze schon wieder, ihr glaubt es nicht hier. Es ist auch noch warm heute. Und dann auch noch hier eine Runde auf Nordschleife. Da braucht man keine Sauna, Leute. Das ist wie Sauna. Also ich schwitze schon wieder wie nix. So, jetzt geht's runter in die Fuchsröhre. Eigentlich eine meiner Lieblingsstellen. Macht Spaß hier zu fahren, die Fuchsröhre. Da
muss man aber aufpassen. So, Adenauer Forst, hier ist immer sehr viel Zuschauerpublikum, sage ich mal. Und raus nach Metzgesfeld. Gucken, ob wir an dem Porsche ein bisschen dranbleiben können. Ich glaube, der fährt auch nicht bis auf die letzten Rille. Da könnten wir vielleicht ein bisschen dranbleiben. Aber nicht übermütig werden, das sage ich allen, die auch ziemlich neu auf der Nordschleife fahren. Weil ist so tricky, die Stellen, die Kurven, es ist, man meint, man kennt alles und trotzdem reagiert das Auto manchmal immer ein bisschen, oh, hinter mir kommt ein BMW angeschossen, der ersten Sahne, da muss ich jetzt gleich mal Platz machen. Ja, oh, der geht aber gut ab hier, ein Subaru hinterher. Bleiben mal hier dran. Ich glaube hier der Golf fährt raus jetzt hier. Das ist die Ausfahrt Breitscheid. Na ja gut. Wenn sie nicht wollen, fahren wir vorbei. So, hier geht jetzt Exmühle hoch. Ich sage immer, hier braucht es Drehmoment. Also hier musst du ein Auto haben, sonst quälst du dich da hoch. Das ist der Wahnsinn. Aber mit dem geht es hier 350 Minuten. Das macht schon, das geht schon. So. Jetzt sind wir hier beim Bergwerk. Jetzt kommt Megane RS, den lassen wir natürlich auch durch. Ist halt immer so eine Sache mit den Motorrädern. Ich habe jetzt hier vor mir ein Motorrad, jetzt kommt hinter mir ein Motorrad, da muss man natürlich auch aufpassen. Hinter mir, lassen wir mal vorbei die zwei. Hinter mir ist ein bisschen frei. Jetzt kann ich mich ein bisschen nach vorne konzentrieren. Ja, ich weiß nicht, ob ich da dann hier vorbei sollte. Er fährt eine Geschwindigkeit. Jetzt warten wir erstmal nach. Fahren wir erstmal, bleiben wir mal dahinter. Jetzt kommt das Karussell gleich. Machen wir jetzt nichts groß hier.
fahren wir hinten im Karussell an ihm vorbei. Und an mir fährt ein 3er BMW vorbei. Oh, ja, der geht auch gut. Der klingt auch schön. Ach, was klingt der herrlich. So. Jetzt kommt es zur Hohen Acht. Das ist, wie ich mal sage, die höchste Stelle der Nordschleife. Hedwigshöhe, schließt sich direkt an. So. Aber es gibt immer mal Stellen, auch wenn viel Betrieb ist, es gibt immer Stellen wie jetzt, wo man gut durchkommt, wo es frei ist. Hier Wippermann. Da hebt es einen kurz hoch hier hinten, die Achse, Hinterachse, aber lassen wir mal den 3er BMW durch. BMW kann natürlich auch. Haben wir hier wieder eine Phase, wo einem die hinten am Heck dranhängen. Aber die lassen wir mal alle durch. Das wird bis heute ein bisschen zu diffizil hier. Wir haben einen 308 GTI und zwei Megane RS hinterher. Das ist auch eine schöne Gruppe da vorne. Und der 308 GTI, der geht auch wie die Hölle. Da haben es die Megane RS verdammt schwierig dran zu bleiben. Aber das ist eine schöne Gruppe da vorne. Naja, und ich fahre da unter ferner Liefen einfach mal so hinterher. Und der Endspurt, Freunde. Kalbkopf. Dann geht's zu Döttinger Höhe und dann sind wir schon am Ziel. Eieiei, die Kurve, die zieht sich immer hier am Kalbkopf. So. Ja, Finish unter der, das ist natürlich auch wieder hier ein Stau bei der Abfahrt jetzt. Oh, da haben wir aber einen schönen Stau jetzt hier, das dauert. Ich würde sagen, da mache ich jetzt mal ganz dezent das Schiebedach auf. Lassen wir mal ein bisschen Frischluft rein, denn ich schwitze wie die sprichwörtliche, ihr wisst schon, ich bin so wieder geschwitzt, also es ist warm, im Auto ist es doppelt so warm wie draußen, ich fahre auf der Nordschleife, streng mich an, konzentriere mich, auch noch rede ich dabei, was ja eigentlich verrückt ist, ne? Und man eigentlich nicht so sollte, man muss ja konzentrieren, aber ich fahre nicht auf dem letzten Rille und sobald ich das alles immer im Griff habe, kann mir hier und da mal ein kleines Sätzchen von sich lassen. Einen kleinen Satz. Ja, ich will jetzt gar nicht mehr so viel reden. Die Runde ist rum. Ihr braucht nicht mit mir jetzt hier im Stau zu stehen. Das dauert vorneweg 5 bis 10 Minuten, bis ich jetzt...